21. und 22. November in der Nikolaikirche Anklam feiert das Otto-Lilienthal-Museum die Mongolfäh-Tage. Den Anlass liefert der 236. Jahrestag des ersten Ballonaufstiegs der Gebrüder Mongolfäh mit menschlichen Passagieren am 21. November 1783 in Paris. Somit ist damals der vielleicht älteste Traum der Menschheit wahr geworden, der Traum vom Fliegen. Geplant sind kleine Aufführungen und Stationen zum spielerischen Ausprobieren des Weges, von der Idee eines Ballonflugs bis hin zu ersten Flugversuchen. Es werden mehrere Kindergruppen sowie einige Modellballöhner aus dem Bundesgebiet erwartet.